Na, jetzt hören wir mal auf mit Schweizerdeutsch. Machen wir weiter in Deutsch. Dass ein bisschen mehr Leute das verstehen. Deutschsprachige Leute. Ja, mein erstes Unboxing von meinem alten Scheiß. Schön noch in der Originalverpackung. Ja. Das war's schon. Mehr habe ich nicht mehr. Der Rest muss dann die Bohrmaschine hinhalten, falls hier nichts mehr ist. Schöne 27 Zöller. Eine schöne Mattscheibe. Vielleicht kriegen wir die mal glänzend. Keine Ahnung, wie das drauf geht. Hab's vergessen. Also, mal zu sagen, die ganze Anlage, die kommt aus dem 2012. Und ich habe hier keine Ahnung, ob das überhaupt noch funktioniert. Ich habe ihn zwischendurch mal kurz angelassen und benutzt, da war es noch gut. Aber der läuft noch auf Windows 7, da wurde die Festplatte nie gemacht, der wurde nie frisch aufgesetzt. Aber der sollte noch gut sein. Wir haben hier einen schönen 7i. Und zwar Intel 7i 3770. Mal gucken dann, ich weiß nicht mal wie viel Gigahertz der hat, oder wie überhaupt ein paar Gigahertz hat. Und ich krieg diesen Scheiß mit drauf. Ganze war schon Windows Vista ready. Schutzfolie, da ist noch eine Schutzfolie drauf. Wow, der Fuß sieht aus wie neu, weil ich die Schutzfolie niemals abgenommen habe. Ja. Hm.
schließt. Eieieiei. Von 2012 zu 2016. So, gucken wir mal, was wir da haben alles. Schön's. Watt. Ist genug, nicht viel, aber genug. Zentrum Harddisk hat ein Terabyte, sowas wie eine SSD hat er nicht. Da kommt noch eine SSD. Mal schauen, was wir da auf so günstig ergattern können. Dann DirectX 11 Support, Turbo 5, AI Suite 2, CPU Boost, klingt immer Boost, Network Eye Control, UEFI BIOS, also UEFI BIOS. Machine Blau. Please, 4 GB PCI. Bla 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 bla. 2 MGI. Warranty void. If removed. Das ist eh wurscht. Das ist mit dem Staubsauger hier nicht mehr zu meistern. Da muss irgendwo Pressluft her. Hab schon eine Idee.